Schluss mit Bankenunion. Schluss mit dieser ganzen Haftungsunion. Schluss mit einer Transferunion. Schluss mit Militärunion, Atomunion, Schuldenunion, Bürokratieunion, Überwachungsunion, Lobbyistenunion, NATOunion, Enteignungsunion. Rekus zieht den Schlussstrich. Wir sind die einzige Partei, die einen anderen Zugang überhaupt zur Politik hat. Ziel war es nicht, dass wir die bessere ÖVP werden oder die bessere FPÖ sind, sondern wir müssen etwas anderes sein, etwas Eigenständiges und etwas Unverwechselbares. Die EU-Wahl ist für Stadler nur der Anfang. Ich habe den Ehrgeiz, dass werden wir dieses Mandat schaffen und davon gehe ich aus, dass wir das aber dann als Startsignal sehen, uns für die nächste Nationalratswahl vorzubereiten. Ewald Stadler hat die Partei der Reformkonservativen, der Rekus, beim Gründungsparteitag am 8. März aus der Taufe gehoben. Die Bedeutung dieses Neubeginns erkannte der russische Abgeordnete zur Staatsduma, Sergei Gavrilov. Und ich hoffe, dass die Zusammenfassung des heutigen Treffens wieder einmal ein Kapitel von den Lehrbüchern der Europäischen Union sein. Боимся и не хотим, чтобы символом Европы стали наши великие церкви, которые становятся музеями. Wir wollen nicht, dass unsere Kirchen einmal nur Museen werden. Den Euro sieht Stadler, wenn die Europäische Zentralbank ihren Kurs beibehalte, mit einem enormen Ausmaß scheitern. Die sogenannte Euro-Krise ist überhaupt noch nicht gelöst. Man hat die Finanzkrise und die Bankenkrise nur in die Zukunft verschoben. Die Staaten haben sich weiter verschuldet. Ich nenne nur zwei. Irland hat beispielsweise jetzt 84 Milliarden Euro mehr Schulden als zu Beginn der Krise. Die Griechen haben ihre Verschuldungsquote von 129% des Bruttoinlandsproduktes auf 179% hinaufgeschnalzt und sind jetzt schlicht und einfach nur auf die Finanzmärkte zurückgekehrt, um sich weiter verschulden zu können, weil die Europäische Zentralbank das Versprechen abgegeben hat, jedes Schrottpapier aufzukaufen. Stadler bringt das Finanzproblem auf den Punkt. Banken haben mittlerweile die Staaten in der Geiselhaft. Die Schuldenpolitik münde in Enteignungen. Und die Europäische Union, glauben Sie mir das, bereitet nach der Wahl, es ist alles bereits fertig und in Zypern ist der Probegalopp schon gelaufen, bereitet nach der Wahl einen 10% Anschlag auf Ihre Sparguthaben, auf Ihre Vermögenswerte vor, weil Sie können das alles nicht mehr finanzieren, was Sie da verbrochen haben. Und die Sicherheitspolitik? Wir sind, glaube ich, viel, viel näher am Abgrund eines Krieges, eines großen Krieges, als die meisten Menschen tatsächlich erahnen oder als man ihnen das sagt. Die Provokationen, die der Westen und die Vereinigten Staaten in der Ukraine gegenüber Russland veranstaltet haben, können jederzeit in eine heiße Phase übertreten. Die Situation ist brandgefährlich. Gerade in der Krise um die Ukraine, die Krim und Russland bezieht Stadler mutig Position. Hier sind klipp und klar Kriegstreiber am Werk. Es sind Kriegstreiber, die es kaum erwarten können, ein sich erstarkendes Russland frühzeitig in die Knie zwingen zu wollen. Stadler ist im EU-Parlament eine klare Stimme für Frieden, gegen Russophobie. Dafür zollen ihm die russischen Politiker und Medien den höchsten Respekt. Die Vertreter verschiedener russischer Medien reisen immer wieder in den Westen, um ihn zu interviewen. Es ist ganz klar erklärtes Ziel der amerikanischen Politik, die vollkommene Hegemonie über den Erdball zu bekommen. Die USA wollen Europa auch wirtschaftlich ausbeuten. Das Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten, das derzeit verhandelt wird, im Übrigen geheim, ist ein Versuch, auch Europa noch in den Dienst der amerikanischen Wirtschaft zu stellen. Europa wird davon überhaupt nichts haben, schon gar kein Wirtschaftswachstum, wie die Studien ja zeigen, sondern die Profiteure davon sitzen eindeutig jenseits des Atlantiks. Die Europäische Union muss nach Stadler zurückgebaut werden. Doch geplant sei das Gegenteil. Sie werden jetzt im Wahlkampf einen Satz hören wie ein Dogma. Die Lösung der Krise ist nicht weniger Europa, sondern mehr Europa. Ja? Das heißt, die Lösung der Krise ist, dass wir jenen, die vorher die Krise produziert haben, noch mehr Macht geben, damit sie noch mehr Krise produzieren können. Um dann zu sagen, wir brauchen jetzt noch mehr Macht, damit wir die Krise auch noch bewältigen können. Die ÖVP ist seit Jahrzehnten der Steigbügelhalter der sozialistischen Politik und keine Alternative. Die Österreichische Volkspartei will sich immer stärker, selbst nach den Worten ihrer eigenen Parteioberen, insbesondere des neu gewählten Landesrat Drechsler aus der Steiermark,
links der Mitte positionieren, so als ob es nicht schon genügend Linksparteien gäbe. Wenn die ÖVP sich weiterhin links der Mitte positionieren möchte und de facto so etwas werden möchte wie die Neos, die ja nichts anderes sind als eine Neuauflage des liberalen Forums im rosaroten Gewand, dann wird sie scheitern. Die ÖVP verrät damit die Kernwähler und deswegen ist es wichtig, dass wir Reformkonservative diesen Kernwählern, die keine politische Heimat mehr haben, eine politische Heimat anbieten. Mit Rekos setzt Stadler auf eine breit aufgestellte Mannschaft. Hinter ihm kandidiert als Zweiter auf der Liste zur EU-Wahl Martin Thelen, Generalkonsul im diplomatischen Dienst in Bukarest. Auf Platz 3 steht eine bedeutsame Frau, die ebenfalls im diplomatischen Dienst wirkte, für ihr Heimatland Mexiko. Dr. Gabriela Cerchi-Pallavicini ist in Österreich verheiratet. Die Mutter von 5 Kindern arbeitete vor ihrer Hochzeit 7 Jahre im Außenamt von Mexiko. Und dort ich habe eine große Möglichkeit zum Kennenlernen, wie macht man Politik, Außenpolitik und wie wichtig ist der Respekt von anderen Kulturen auch. Chucky sieht das Fundament eines starken Landes, starke Familien und starke Mütter. Wir Mütter sind Mitschöpfer mit Gott in diese große Aufgabe, Kinder zu bekommen und erziehen. Und glückliche und gesunde Kinder, das sind gewachsen mit der Liebe von Mutter, sind die Zukunft von einer gesunden Gesellschaft. Stadler ist vernetzt innerhalb der intellektuellen Elite Europas. Er hat die volle Unterstützung von Größen wie Karl Albrecht Schachtschneider. Der deutsche Völkerrechtsprofessor lobt in einer Empfehlung Stadlers tiefe Verankerung im Christentum. Er streitet gegen Bürokratisierung und Zentralisierung. Freiheit und Recht sind ihm unverbrüchlich. Der frühere deutsche CDU-Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Werner Münch, referierte am Gründungsparteitag der Rekus in Wien. Wir folgen nicht dem Spruch von Talleyrand, hier geht mein Volk, ich muss ihm nach, ich bin sein Führer. Das schielen nach Umfragedaten in den westlichen Demokratien. Wir sind Vorläufer gesellschaftlicher Entwicklungen und keine Nachläufer. Münch appellierte an die Bürokraten in der Europäischen Kommission. Lasst doch eure Finger von Ölkännchen in Restaurants, von Gurken, von Bananen, von sonstigen und wehrt euch gegen die Verfolgung von Hunderttausenden von Christen auf der ganzen Welt. In Syrien hat die Europäische Union nach Stadler ein schweres Verbrechen begangen. Wir haben es den Saudis und den Kataris gestattet, dass sie mit Söldnern aus Tschetschenien, aus Pakistan, aus Afghanistan und aus allen anderen Teilen der muslimischen Welt Schwerverbrecher nach Syrien gebracht haben, die dort ganze Christendörfer massakriert haben. Ich schätze Stadler als Streiter gegen die Christenverfolgung. Eine seiner berühmten Reden hat er gehalten im November 2010. Damals hat er erinnert an den brutalen Mord am apostolischen Vikar von Anatolien, Bischof Luigi Padovese. Und nach einem Zwischenruf der SPÖ hat er seinen Ton nochmal stark verschärft. Ihr Bekenntnis zur Religionsfreiheit ist pure Heuchelei und sonst gar nichts, meine Damen und Herren. Wenn man einem katholischen Erzbischof, der Kopf abgeschnitten wird, dann gibt es keine Reaktion. Und nun sage ich an die Herren der türkischen Botschaft, ich möchte mich das Gezetere, möchte mir gar nicht vorstellen, das stattfände, wenn einem muslimischen Imam oder sonst einem Würdenträger von Geistlichen kann man nicht reden, auch nur ein Haar gekrümmt würde. Nehmen Sie zur Kenntnis, Herr Botschaft, in diesem Land ist noch keinem türkischen muslimischen Religionsvertreter irgendein Leid geschehen, aber in Ihrem Land geschieht das jährlich, meine Damen und Herren. Ewald Stadler ist Ehemann und Vater von 6 Kindern. Die Familienpolitik Europas beschreibt er als zerstörerisch. Man versucht, die Familie nicht mehr als Modell aus Vater, Mutter und Kind zu definieren, sondern versucht, neue Familientypen zu kreieren. Ewald Stadler ist ein Mann, der sucht die Wahrheit. Die Wahrheit, es tut weh. Aber trotzdem, man muss sagen, die Wahrheit. Am 25. Mai dieses Jahres werden Sie darüber entscheiden, wie das nächste Europäische Parlament ausschaut. Das nächste Europäische Parlament wird mit Sicherheit mit
mehr und stärkeren euroskeptischen und eurokritischen Parteien ausgestattet sein, sodass mehr Möglichkeiten zum Widerstand gegen den Mainstream vorhanden sein werden. Am 25. Mai, Rekus, wehrt euch!